Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein neues Unboxing und heute geht es um die Look Fantastic Beauty Box, die ein bisschen zerstört bei mir eingetroffen ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Normalerweise habe ich eine Kooperation mit der Look Fantastic Beauty Box und bekomme zwei zugeschickt. Es ist heute aber leider nur eine Box bei mir eingetroffen. Ich mache dennoch in diesem Video eine Verlosung an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Denn entweder bekomme ich noch eine zweite Box zugeschickt oder ich mache einfach ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Wir gucken einfach mal. Es ist ja zurzeit alles ein bisschen verrückt, was so Lieferungen angeht. Ich sag nur Suezkanal, ich sag nur Brexit, Leute. Ne? Und ich sag nur das böse C-Thema. Also im Prinzip viele Dinge, die das gerade einfach erschweren. Es läuft mir auf der Arbeit einfach auch jeden Tag über die Füße und deswegen bin ich da halt auch ein bisschen gechillter, ist wie es ist. Ich bin aber sehr gespannt, was sich jetzt im April hier drin verbirgt, denn die Box kostet zwischen 15 und 20 Euro monatlich, kommt dann auch tatsächlich aus England und ist eine ganz normale, wundervolle Beautybox, ist die Schwester von der Glossy Box und dieses Mal haben wir im Deckel drin stehen, Let Your Dreams Blossom. Also wir sollen unsere Träume blühen lassen. Das finde ich schon mal sehr charmant. Und wir haben wieder ein Magazin drin. Das feiere ich hart, denn ich habe doch die letzten Male das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, vermisst. Es wird wahrscheinlich halt auf Englisch sein, aber wir kriegen das hin. It's time to blossom ist hier die Ansage. Auch hier ist hier, genau, so ein kleines Editorial drin. Es wird um blühende Blumen gehen. Es geht um wahrscheinlich auch so ein bisschen das, ja, Japanese Calendar. Das ist dieses Kirschblütenfest müsste das jetzt ja quasi sein, was jetzt so kommt. Hier sind auch die Produkte drin und so. Wir gucken einfach mal. Hier stehen auch noch viele andere Sachen meistens mit dabei. Sualane, also da sind dann auch nochmal Produkte, also quasi Inhaltsstoffe werden hier manchmal beschrieben. Manchmal hast du hier so ein, Interview oder sowas drin. Behind the Scene Blossom, was genau sich dahinter verbirgt, aber das werde ich jetzt nicht alles explizit mit euch durchgehen. Wie man sich am besten schminkt, ist hier, glaube ich, ein Face Mapping. What your skin is trying to tell you. Ach so, wo quasi, wenn du Unreinheiten hast, wenn ich am Kinn Unreinheiten habe, common causes hormonal imbalance. Okay, also wenn mein Hormonaushalt ausrastet, dann kriege ich solche Viecher. Okay, Stress, Schlafmangel, safe, Leute. Also so wenig, wie ich in letzter Zeit schlafe. Man sollte auf jeden Fall mehr als 8 Stunden pro Nacht schlafen, kriege ich nicht hin. Weniger Koffein, also weniger Kaffee, vergiss es. Und man sollte versuchen, seinen natürlichen Hormonhaushalt wieder mit Vitaminen und gesunden Geschichten und so in Schwung zu kriegen. Okay, ja. What's coming up? Our Mailbox is all about celebrating sunnier days. Dankeschön, das wird mein Geburtstagsmonat werden, denn ich habe ja am 22. Mai Geburtstag. Und ja, da geht es dann um sonnige Tage und da haben wir von Espa den 24 Hours Replenishing Eye Moisturizer mit einem Wert von 18,66 €, was ungefähr, ich denke mal, 22 Euro sein werden drin. Finde ich nice. Das stand sonst halt auch hinten so mit drauf. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Dann haben wir hier einmal die Box und quasi ein Seidenpapier, was zusammengehalten wird mit einem Klebi. Ich rieche gerne mal so dran, ne? Aber so kommt mir jetzt kein Duft entgegen. Deswegen mache ich hier mal den Klebi auf, um einfach mal den ersten Blick in die Box reinzuwerfen. Oh wow, es sieht schon schön rosa aus. Das feiere ich. Ich meine, die Box, die war ja auch schon schön pink. Die Look Fantastic Beauty Box erscheint auch immer wieder in unterschiedlichen Farben. Eher selten haben wir mal ein anderes Design. Letzten Monat hatten wir ein anderes Design. Und hier habe ich das erste Produkt von Glove drin. Von Glove habe ich so einen Haarturban, den ich richtig gut finde. Ich glaube, das müsste Glove gewesen sein, oder? Der war echt oder ist halt echt gut. Der ist mir nämlich noch nicht gerissen. Ansonsten, wenn ich, du hast halt sonst bei diesen Haarturbans, diesen, ne, du machst deine Haare so frupp rein und dann drehst du das und dann hast du unten so ein Pinöppel, so eine Schlaufe. Und die fummelst du dann um den Knopf, der im Hinterkopf ist. Und diese Schlaufe reißt mir ständig, weil meine Haare sind lang. Wenn die in diesen Haarturban reinkommen, sind sie nass und ja, nicht ganz so flexibel und dann reißt das halt schnell. So, Exfoliating Accessoire for Soft and Kissable Lips. Also das ist ein Produkt, womit du deine Lippen peelen können sollst, denke ich mal. Ja, Scrubex, sagt der Name ja auch schon, ne? Für küssbare Lippen. Die habe ich so oder so, mein Freund. Ach was.
Ach, das ist so ein Pad. Ja gut, es ist ein Pad. Damit kannst du deine Lippen peelen. Brauchst kein zusätzliches Produkt, ist ja auch in dem Sinne nachhaltig. Wenn man sowas wäscht, kann man das einfach in die, da gibt es extra so Säckchen für. Genau, Turtle Bottle, nein, Turtle Wax, keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall unten bei mir im Keller. Da kommt sowas dann immer rein. Ja, ist nice, ne? Also kann man auf jeden Fall gebrauchen. Da ist ein so ein Ding enthalten. Fühlt sich auch angenehm an. Also tatsächlich sehr, sehr peelend von der Oberfläche her. Man sieht, glaube ich, auch ganz gut. Ich hatte auch von Glove mal sowas in weiß. Das habe ich, sollte man aber fürs Gesicht verwenden, ne? Man sieht hier auch wirklich, dass so kleine, das wird Plastik sein. Sonst wäre es nicht so hart, ne? So Plastikviecher hochgehen. Aber du, für die Lippen, warum nicht? Ich habe das Problem halt oft bei Lippenpeelings, dass, wenn ich mir das Lippenpeeling aufgebe, halt meine Mundpartie außen drumherum zu fettig wird. Und das gefällt meiner außen drumherum Partie nicht, weil sie ja sowieso schon von Unreinheiten geprägt ist, sage ich mal. Ja, und so ein Lippenpeeling mal ab und zu ist nicht verkehrt. Dann haben wir hier eine Maske von Beauty Pro Planet Based Range. Rose Infused Cheek Mask mit Rose, Kamille und Seegras, Seaweed Seegras, ich glaube schon. Und ich liebe Rose. Also das ist meine Maske, 15 Minuten. Lässt du die drauf, die ist vegan, wasserfrei, das ist interessant, 100% pflanzlichen Ursprungs, kannst du zum Reisen mitnehmen. Reisen ist jetzt nicht so unbedingt angesagt, aber ich weiß, dass wenn man zum Beispiel im Flugzeug unterwegs ist, dann ist oben, also quasi über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein und die Luftfeuchtigkeit ist viel geringer und gerade auch im Flugzeug, ne? Deswegen sieht man das öfters mal, gerade so, bin noch nie nach Asien geflogen, aber ne, vom Hörensagen habe ich es halt gesagt bekommen von meinem Chef zum Beispiel oder ehemaligen Chef mittlerweile. Mein aktueller Chef ist noch nie nach Asien in unserer Firma fliegen, weil da war Corinna unterwegs, Corona, Entschuldigung. Auf jeden Fall, weil die Luft so trocken ist und gerade die Asiaten ja auch sehr, sehr viel Wert auf Hautpflege legen, sieht man ständig die Leute da mit diesen Tuchmasken. Das muss wohl ziemlich, ziemlich krass sein. Das ist jetzt etwas, was aus den UK kommt. UK, ja, sagt ja auch Beauty Pro, UK Limited, ne? Läuft. Finde ich schön. Also ich mag Rose. Ich weiß jetzt nicht, die wird wahrscheinlich einfach nur Calming and Hydrating, genau. Also die soll beruhigen und hydratisieren. Das schreit meinen Namen. Das passt volle Kanne. Ei. Hier habe ich jetzt Angst vor, weil ich verwende ja die dekorative Kosmetik, die ich in den Beautyboxen drin habe, am Ende des Monats bei einem Full Face, was dann irgendwann so Mitte des kommenden Monats online kommt. Jetzt bald kommt auch schon meins von März. Das sind künstliche Wimpern von Eylure und die sind in Dreiviertellänge. Da ist ein Kleber mit dabei und da kann ich mich jetzt eigentlich nicht vordrücken, die einfach mal auszuprobieren. Das heißt, die musst du nicht zuschneiden. Hier oben steht es auch, du musst die nicht kürzen. Und eigentlich soll das wohl funktionieren, ne? Ja, das kommt in mein Full-Face-Beauty-Boxen, Leute. Ich habe ein bisschen Angst. Die sollen leicht und geschwungen sein. Light and wispy. Mhm. Ja, ich meine, ne, wenn... Leute, ihr kennt, ne, wer mich schon länger kennt, weiß, ich verwende echt ein gutes Wimpernserum, deswegen brauche ich eigentlich nicht künstliche Wimpern, weil ich zum einen damit nicht klarkomme, ich habe schon mal versucht mit magnetischen Wimpern, ist kläglich gescheitert der Versuch, und ich finde, dass der Effekt, den diese künstlichen Wimpern machen, nicht so gut ist, als dass ich mir das antun würde, mir die aufkleben zu wollen, weil es ist immer eine Frickelei. Und wenn man sich das hier mal anguckt, das ist ohne... Und das ist mit. Ich sehe bei der Lady nicht den Unterschied, den ich erwarten würde, wenn ich künstliche Wimpern trage. Aber Leute, ich probiere es aus. Ah, jetzt habe ich es auch noch vor der Kamera gesagt. Scheiße. Jetzt habe ich hier was von Avant und das ist sackenteuer. Das ist Avant. Age Protect and UV, also quasi ne, Antifalten und Lichtschutzfaktor. Pink Orchidee Subtle Restoring Overnight Serum, 30 ml. Wir hatten schon mal einen Primer von denen drin, wir hatten schon Cremes von denen drin und das ist immer super teuer. Die Cremes waren schon 100 Euro teuer. Und wenn ich jetzt hier auch noch ein Serum habe, dann ist es ja sacken teuer. Bin sehr gespannt, wenn ich es nachher schneide, wie super teuer das ist. Pink Orchid Hyaluronic Glycerin White Peony. Mhm, das ist da wo alle drin. Cruelty Free ist die Geschichte. Und ich frage mich immer wieder, wer gibt so viel Geld für so ein Produkt aus? Ich weiß es nicht. Ich werde mir das mal irgendwann gönnen. Das dürfte auch noch hier richtig verschlossen sein. Dann mache ich das, ne? Bei Bedarf mache ich das auf. Ansonsten wäre es echt Verschwendung. Das möchte ich nicht. Und das war schon das vierte Produkt.
Ich habe aber noch zwei Produkte hier drin und das feiere ich gerade hart, denn dieses Produkt kann ich auf jeden Fall verwenden, auch in meinem Full Face Beauty Boxen, weil auch da verwende ich Nagellack. Da habe ich von Nails Inc. Be Your Incredible Self with Nails Inc. in der Farbe Mayfair Line, finde ich total schön, so ein Nagellack. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch unterschiedliche Farben drin haben hätte können. Das ist jetzt so ein schönes Rosa, aber eher weißliches Rosa, finde ich für den Frühling sehr, sehr geil. Ne? Also ich bin ja eher so ein Mensch, komm, hier, du hast fünf Finger, da mach doch fünf unterschiedliche Nagellacke drauf. Aber den mache ich mir komplett drauf. Und vielleicht versuche ich den einfach auch mit ein paar anderen Toppern, die ich so habe, zu toppen. Und finde ich nice. Vielleicht habe ich aber auch noch in anderen Boxen andere Nagellacke drin. Ne? Dann wird das natürlich kombiniert. Dann habe ich hier das letzte Produkt und das ist das sechste. Normalerweise haben wir so fünf Produkte, also mindestens fünf Produkte in der Beautybox drin. Hier haben wir jetzt sechs drin von Ren Clear Skincare. Auch das ist eine relativ hochpreisige Marke. Evercalm Global Protection Day Cream. Hier sind 15 ml enthalten und das ist für sensible Haut. Also das schreit ja wirklich nach mir, nach meinem Mir. Es schreit meinen Namen und das finde ich nett. Also so eine Tagescreme ist nie weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding auch noch einen Lichtschutzfaktor hat. Cruelty free ist das. Das dürfte aber auch noch verschlossen sein. Genau. Ne? Das heißt, es wird dann geöffnet, wenn ich es brauche. Ich schaue mal schnell, weil wenn das theoretisch meine Kooperationsbox war, dann kann es sein, dass ich irgendwas mit drin habe, was man... Nee, man hätte alternativ zu dem Nagellack, nämlich von Bella Pierre, den Highlighter and Eyeshadow haben können. Und da bin ich froh, dass ich den nicht in der Box hatte, denn den hatte ich auch schon 2, 3, 5 Mal irgendwo drin. Und nee, man hat tatsächlich 6 Produkte dieses Mal in der Box. Nice, oder? Also der April ist schon mal ganz gut damit gefüllt. Ich finde, das sind nice Produkte. Wir werden hier auch wahrscheinlich einen recht hohen Wert haben. Hat sich gelohnt. Denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Sammy hat einen ziehen lassen. Boah, Hund! Entschuldigung. Das ist nicht geil. Das ist überhaupt nicht geil, Sammy. Oh, der hat eben so schwer geatmet. Jetzt weiß ich warum. Oh, furchtbar. Das war so ein leiser Schleicher, ey. Ja, er liegt da. Er liegt einfach nur da. Okay. Ihr Lieben, ich muss ihn gleich mal lüften. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.